Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Christoph von der Firma Autopartner und heute fahren wir mal mit dem Ford Bronco. Wir haben ja einige Broncos da und ich hatte schon mal ein Vorstellungsvideo zu den Broncos gemacht und deswegen nehme ich euch einfach mal mit und wir fahren mal eine Runde. Und zwar fahren wir mit dem grauen 2,3 Liter Vierzylinder mit den dicken Rädern. Da ist, glaube ich, die Größe drauf. Muss ich mal eben lesen, was da drauf ist. Da. Da sehen wir es. 315, 70 auf 17 Zoll. Ja, nehme ich einfach mit. Ist ein Viersitzer mit Softtop. Steigen wir mal ein. Wir müssen nämlich mal eben was erledigen. Auto aufschließen wäre von Vorteil. So, Einstiegshöhe ist natürlich jetzt dadurch, dass der die großen Reifen drauf hat, etwas erhöht. Ist aber natürlich kein Problem. Kommen wir ja rein. Und zwar fahren wir jetzt einmal ein Stück Autobahn und ein Stück Innenstadt. 10-Gang Automatikgetriebe. Jetzt zeige ich euch nochmal eben hier die Ansicht, wie das aussieht. So, dann reiten wir mal los. Willst du mal Hallo sagen für ein YouTube-Video? Kannst mal winken. Hallo. Was machst du hier? Du hast hier ein Auto gekauft, oder? Und jetzt kommt da jetzt halt so Reklamation hier. Weil irgendwas Geräusche macht. Ein bisschen Schleifgeräusche, ja. Aber nichts Wildes. Bist du zufrieden mit uns? Sehr zufrieden. Sehr gut. Ich muss los. Bis gleich. Hau rein. Gleich. Ciao. So, also auch da ist es so, wenn natürlich mal jemand irgendwas hat und hat was zu reklamieren, dann kommt vorbei, wir machen einen Termin aus, ihr kommt vorbei, wir gucken uns das an und ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendeinen Fall hatten, wo wir irgendeine Reklamation mal nicht in den Griff gekriegt haben. Also da geht es jetzt um einen 14er Mustang, wo irgendwas schleift. Gucken wir uns an, kriegen wir aber hin. Gibt es ein Käffchen und dann schwätzen wir ein bisschen und dann machen wir das ganz entspannt. So, wir sind jetzt auf der Autobahn. Wir fahren jetzt gerade mal 70 und zwar will ich euch jetzt mal eben zeigen, wie so der Antritt ist bei dem Auto. Jetzt muss ich mal in den Rückspiegel gucken. Da kommt jetzt einer, ein Skoda Yeti, PS-Maschine und der ist dicht gefolgt von einem Hyundai. Und jetzt ziehen wir aber mal raus, deswegen zeige ich euch das hier. So, ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen mit der Sonne. Also ich mache jetzt mal einen Kickdown. Da geht es schon rund, weil die Leute immer sagen, übrigens sind das die Windgeräusche, die ihr hört, weil wir ja wie gesagt in einem Auto mit Softtop sitzen, haben wir natürlich gewisse Windgeräusche, die bei dem Auto mit Hardtop nicht sind. Bleibt aber nicht aus, ist bei jedem so. Und weil die Leute immer sagen, ah, das ist aber ein 2,3 Liter, Vierzylinder, der kleine Motor, so wenig Leistung. Ihr habt es jetzt gerade gesehen, das war ein Kickdown mit den großen, bollerigen Offroad-Reifen natürlich. Finde ich jetzt super für so ein Ding. Also ich finde den Antritt gut. Das ist jetzt eh kein Auto, mit dem du Viertelmeile fährst. Aber von der Performance, der liegt Bombe auf der Straße. Der fährt mit dem Automatikgetriebe, fährt der mega gut. Du kannst ja alle möglichen Sachen noch einstellen. Also ich habe ja verschiedene Möglichkeiten für den Offroad-Bereich oder für die Offroad-Funktion hier Einstellungen vorzunehmen, weil das Ding ist ja dafür gemacht, um ihn Offroad durch den Graben zu queren. Also vermutlich wäre ich besser aufgehoben, wenn ich nicht hier auf der Autobahn fahre, sondern wenn ich da rechts in dem Graben fahre. Da wäre eigentlich das Auto hier das Bessere für. Aber selbst für den normalen Alltag, also die, machen wir uns mal nichts vor, die meisten Kunden, die so ein Auto kaufen, ob sie jetzt einen Bronco kaufen oder einen Wrangler oder einen Defender oder was auch immer, die fahren damit nicht jeden Tag mega Offroad und Steigungen von 80%. Die meisten Leute nutzen so ein Ding, um damit im Alltag zur Arbeit zu fahren, zum Einkaufen zu fahren und ihre Klamotten von A nach B zu bringen. Dafür ist das aber geil, das Auto. Du kannst das Dach aufmachen, das zeige ich euch gleich nochmal im Stand eben. Also wir haben hier, ich hoffe, man kann das jetzt vom Licht sehen, da ist ein so ein Riegel, den kann ich runter machen. Und hier ist auch so ein Riegel, die klappe ich einfach runter. Und dann kann ich das Dach ungefähr bis zur B-Säule nach hinten wegklappen. Und dann habe ich sogar ein halbes Cabrio integriert. Und ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, wir klappen hier den Hebel runter. Wir klappen hier den Hebel runter.
Und dann können wir das hochdrücken. So, ich hoffe, man sieht das. Boah. Dafür brauche ich zwei Hände und stelle euch das Handy mal außen hin. So, jetzt muss ich das einmal ausrichten, dass man das vernünftig sehen kann. Ich hoffe, das geht hier schon auf der Haube. So. Also. Ich habe jetzt hier einen Riegel und kann das jetzt hochklappen. Und zwar so. Und dann kann ich das ganze Ding komplett aufklappen. So sieht das dann aus. Und dann habe ich schon ein schickes Cabrio dazu. Also mein Fazit, ich fahre jetzt schon ein bisschen länger mit dem Auto, um einfach mal auch mir selber einen Eindruck zu verschaffen, weil ich ja erstmal will ich es natürlich verkaufen, aber will euch auch immer was Ehrliches sagen, weil ich habe da immer nichts von, wenn ihr bei mir ein Auto kauft und ich euch irgendwie eine Geschichte vom Pferd erzähle. Das finde ich selber immer kacke, weil ich das selber auch nicht wollen würde, wenn ich ein Auto kaufe und mir einer eine Geschichte erzählt von einem Auto, wo er selber gar keine Ahnung von hat und wo er kein Gefühl für entwickelt hat. Also ich fahre jetzt, wie gesagt, länger mit dem Auto schon und kann sagen, dass das geil ist. Also er fährt mega entspannt. Ich weiß nicht, ob man das hört. Der einzige Nachteil bei diesen Offroad-Reifen sind natürlich die Abrollgeräusche. Also du hast bei der Fahrt mit diesem Auto, wie gesagt, die Windgeräusche am Dach und du hast aber auch die Abrollgeräusche, weil natürlich ein Reifen, der so grobstollig ist und so ein grobes Profil hat, wesentlich mehr Abrollwiderstand hat als so ein normaler Sommer- oder Winterreifen. Deswegen hörst du das auch bei der Fahrt, dass das Abrollgeräusch ein bisschen lauter ist, ist aber nicht schlimm. Wird aber natürlich lauter, hier kommt eine Blitze, deswegen habe ich aus Reflex nochmal die Kamera runtergenommen. Und je schneller du fährst, desto lauter wird natürlich dieses Abrollgeräusch. Ja, von innen, Innenausstattung, alles Mögliche. Also wir haben jetzt hier das Radio mit Touchscreen, also ihr könnt da drauf fassen. Wir können hier im Display, das ist jetzt eine mögliche Ansicht, ganz viele verschiedene Modi einstellen für den Offroad-Bereich. Also mein Fazit, wie gesagt, ich fahre eine gute Woche mit dem Auto. Mein Fazit ist mega. Und auch bitte nicht falsch verstehen, das ist nicht, weil ich euch so ein Ding verkaufen will. Also wenn ich den scheiße fände, dann würde ich das genauso sagen. Aber ich bin davon sehr beeindruckt, sehr geflasht. Und also das Getriebe schaltet butterweich einwandfrei. Da haben wir bei den Amis aber eigentlich noch nie Probleme mit gehabt, dass die Getriebe irgendwie ruppelig schalten oder sowas. Eigentlich gar nicht. Und auch vom Motor her, ja klar, ist ein Vierzylinder, ja. Und es gibt auch einen Sechszylinder, ja. Aber wenn du das für dein Ego nicht brauchst, dass du sagst, ja, ich fahre den Bronco aber als 2,7 Liter V6, dann reicht der vollkommen aus. Für den normalen Alltag gibt es in meinen Augen nichts zu beanstanden. Also, lange Rede, kurzer Sinn, mein Fazit ist gut. Dach zeige ich euch gleich eben nochmal, wenn ich angehalten habe. Ist ein mega Auto, ist ein übelster Hingucker. Wir haben den jetzt, ich fahre jetzt natürlich mit dem Grauen, der noch dezent ist von der Farbe. Also wir haben den auch nochmal in diesem Area 51 Blau zweimal da. Wir haben den in Orange zweimal da. Wir haben auch einen ganz schlichten Schwarzen. Also wir sind da breit aufgestellt, was die Bronco-Auswahl angeht. Aber selbst bei dem Grau, mit dem ich unterwegs bin, die Leute gucken alle so, weil sie das Ding einfach noch nie gesehen haben. Die meisten Leute kennen halt einen Wrangler. Aber das ist ja kein Wrangler und der sieht auch anders aus als ein Wrangler. Also Hingucker schlechthin. So, jetzt muss ich mich ein bisschen mehr auf den Verkehr konzentrieren, weil ich jetzt hier in der Innenstadt bin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ganz kurz mal live aus dem Ford Bronco. Und übrigens, das sind Ford Broncos und keine Ford Bronco Sport. Es gibt ja den Sport auch noch. Der ist offiziell in Deutschland erhältlich. Meine persönliche Meinung, ich finde den Sport nicht schön, um das mal milde auszudrücken. Ich finde den zu rund und ich finde den nicht bullig, nicht aggressiv, nicht...
Ich finde den langweilig, den Sport Bronco. Deswegen, wir haben die normalen, die sind eckiger, sehr viel eckiger und granatengeile Autos. So, vielen Dank fürs Zuschauen, kurz und bündig. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr Fragen zum Bronco habt oder zu allen anderen Autos, meldet euch gerne. Wir können auch nachträglich bei uns in der Werkstatt, wir haben ja geniale Jungs in der Werkstatt, höher legen, breiter machen, Licht dran bauen, Seilwinden, andere Reifen, alles Mögliche. Ist alles kein Problem. So, lange Rede, kurzer Sinn. Schönen Sonntag noch.